Ja, hallo Leute, ich grüße euch erneut heute am Samstag, dem 27. um 16 Uhr jetzt. Ja, und irgendwie geht jetzt die ganze Truppe raus. Die ganze Truppe geht raus. Was hast du dabei? Eine Lupe. Eine Lupe, Ja. ja, das ist ja ein Ding. Dann kann man Ja, die. Ja, man kann sich Dinge anschauen, aber wir wollen auch natürlich nach vorne, ne? Weil du weißt ja, das Brathuhn ist in der Röhre, ne? Ja. Ja. Alle zusammen. Angemeldet. Ja, ihr seid angemeldet heute. Ja, aber gestern waren wir nicht. Doch, gestern wart ihr auch angemeldet. Ja. Gestern wart ihr auch angemeldet. Ja. Gestern auch. Gestern auch. Ja, nachdem wir jetzt den LKW auf Vordermann gebracht haben, kommt jetzt der Nachmittagsspaziergang, während, wie gesagt, das lecker Brathuhn in der Röhre ist. Und ja, ich will doch jetzt mal die Gelegenheit wahrnehmen und weil mich jemand danach gefragt hat, kurz mal die Hunde so vorstellen im Einzelnen. Ich meine, wir gucken mal, wie ich die so. Was heißt, da müssen wir nicht gucken, aber wie wir das jetzt so machen. Benny, Benny, das ist der Benny. Der Benny, ja. Der Benny, Benny, komm her, komm her, komm, 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 komm. So, der Benny, der ist der Jüngste und er ist der Sohn von Jenny und er ist einfach ein XXL-Zwergpinscher. Irgendwie ziemlich groß und kräftig geraten. Hase, wie alt ist der Benny? 7 Jahre alt. Wie, dieses Jahr wird er 8? Okay, der, wenn der in der Mitte des Jahres, ja, der wird 8 Jahre alt jetzt, ist aber damit der Jüngste im Rudel. Und hier haben wir unsere Dolly, ne? Ja, die Dolly. Die Dolly ist kein Zwergpinscher, nein. Die Dolly, das wissen wir gar nicht, die ist eine Mischung aus Pinscher, Spitz, Terrier und hast du nicht gesehen, ne? Kommt aus Erfurt und haben wir geschenkt bekommen an der Autobahn und ist schon 14 Jahre alt, ne? Aber noch voll gut dabei. So, komm. Die laufen uns hier weg. So, und da haben wir die Jenny. Jenny. Das ist die Jenny. Die Jenny ist Jenny. Jenny, komm her. Das ist eine Zwergpinscherhündin. Na. Und die Mutter vom Benny. Und zwar sie, die Jenny, auch wenn man ihr das gar nicht so ansieht, hat 3 Würfe hinter sich. Einmal mit 6 und zweimal mit 4 Welpen. Und in dem Sechserwurf der Erstgeborene, das ist unser Benny. Hase! Hase! Wie alt ist die Jenny? Zwölf. Ja, dies Jahr geworden, oder wie? Ist dies Jahr geworden, 12. Letztes Jahr wird die jetzt 13. Im November ist sie 12. Oh, im November 12 Wie viele geworden. Jahre alt ist denn Ja. Amy?
Amy, ja, zu der Amy kommen wir jetzt. Die Amy. Die Amy ist ein ganz besonderes Exemplar. Die Amy ist eine 50... Hey, Amy! Hey, hey, bleib hier. Eine 50-50-Mischung. Mops, Chihuahua. Amy! Komm her, komm her. Komm her. Und wie alt ist sie? 10. Ja, 10 Jahre alt. Und wie gesagt, 50-50 Mops. Die Mutter eine Chihuahua-Hündin, der Vater ein Mops. Oh, hoppla! Upsi. Hoppla! Das war cool. Hast du Plumps gemacht? Ein Stück Holz im Weg. Ja. Ich hab das an die Seite. Sehr schön. Sehr schön. Der Wald ist tief. Oh, es geht, ja. Es geht. Boing. Hey. Ich wollte gerade vorauslaufen. Lauf vorauf. Eigentlich war es eine Anweisung an den Benni. Ja, Benni läuft. Okay. Ja. Ja. Das ist ruppig. Benni ist ganz schön schnell. Ja. Und jetzt? Ja, super. Soll ich nochmal das machen? Wenn du willst, mach das nochmal. Ich will das nochmal machen. Okay. Okay. Und dann müssen wir weiter. Ja. Ja. Und sehr schön. So, weiter geht's. Ja. Auf geht's. Boah, die sind schon ganz weit entfernt. Komm, schnell. Theo. Komm. Was habe ich da für ein Geschwür hinten? Ja? Habe ich da ein Geschwür? Dieses Geschwür. Oh! Räumst du wieder den Wald auf? Komm, Rabauke. Ja, ich hab's gesehen. Schon wieder spritzig. Das war schon wieder spritzig. Ja, spritzig, ne? Spritzig. Hoppla! Hier sind ganz viele Dornen. Ja. Und
Ja, da hat die Mama ja gesagt, sollst du aufpassen. Und, meinst du, unser Barton überlebt das? Die Abwesenheit. Ja, keine Betreuung. Hm? Keine Betreuung. Ihr passt gut zueinander, Dolly und du. So beide schwarze, blau-schwarze, dunkle Gestalten. Ja. Ja, das interessiert ihn aber anscheinend nicht. Ja, dass es kein Essen gibt. Ja, wieso? Läuft doch. Ja, los! So, komm. Wir müssen Gas geben, das Huhn brennt. Ja. Wenn wir nicht schnell genug sind, verbrennt das Huhn. Da hast du recht. Ja, sag das mal schnell der Oma. Sag der mal Bescheid. Scheint ja auch Substanz rausgefallen. Ja, ja. Ja, aber der wird es dann aber auch nicht mehr so lange machen, ne? Würde ich behaupten. Wahrscheinlich nicht. Wobei die ja eh schon ziemlich alt aussehen. Jetzt sporn mal dein Kind an. Theo, komm! Los, wir wollen! So, 5 Kilometer später. Ein bisschen zerfasert die Gruppe. Aber wir fahren wegen dem brennenden Brathuhn schon mal vor. Kleiner hat doch ein bisschen geschwächelt. So, kommt. Komm her. Amy. Benny, komm. Na los. Ja, ich sag jetzt nur noch schönes Wochenende, bleibt gesund und macht schön gut. Na Hase, mach schön gut. Ja, das Brathuhn. Na das Theo? Ist das Brathuhn. Das ist das Brathuhn. Das leckere Brathuhn. Ja.